Wenn wir im Leben etwas verändern möchten und nicht so vorankommen, wie wir es eigentlich gerne möchten, wenn wir radikal ehrlich zu uns sind, beginnt die beste Ausrede immer mit dem Wörtchen wenn. Wenn mein Partner doch mitziehen würde, wenn meine Kinder doch jetzt schon älter wären, wenn ich doch mehr Zeit hätte, wenn ich noch mal neu starten könnte, wenn ich gesünder wäre, wenn dies, wenn das, wenn das. Das sind alles Dinge, wenn dann, wird niemals funktionieren. Es geht immer darum, eine Entscheidung zu treffen für dich, für dein Herz, für deine Seele. Und sobald du diese Entscheidung für dich auch getroffen hast, unabhängig von äußeren Umständen, unabhängig davon, wie es auch augenscheinlich im Außen anscheinend gerade ausschaut, dass du vielleicht etwas jetzt gerade nicht kannst. Das sind alles Ausreden. Sorry, vielleicht triggert's dich, aber gerade wenn es dich triggert, sorry und not sorry, dann ist es auch der Hinweis dafür, dass es in dir auf Resonanz stößt. Weil im Außen gibt es immer Umstände, Situationen. Es wird wohl nie der perfekte Zeitpunkt geben, wo wir morgens wach werden und sagen, heute ist der perfekte Tag, um durchzustarten. Es wird sich auch nie wohl so eine Wolkendecke aufgeben, wo steht, heute ist dein perfekter Tag, um durchzustarten. Ja? Solange wir uns um Dinge im Außen kümmern, ich muss noch erst dies und dann das und dann muss ich noch erst das und wenn dann, was auch immer während dem wenn dann kommt, passiert eines. Wir treten auf der Stelle. Wir drehen Schleifen, währenddessen die Seele uns vielleicht sogar auf der körperlichen Ebene noch mehr Botschaften im Hinblick auf gesundheitliche Disharmonien schickt, kenne ich nur zu gut von meinem früheren Leben. Und währenddessen zieht das Leben an uns vorbei und irgendwann denken wir dann, oh, war's das schon, hätte ich doch nur. Ich kenne diese Wenn-Dann-Geschichte nur zu gut von mir aus meinem früheren Leben. Ich hätte schon viel schneller im Grunde genommen und einfacher da ankommen können, in dem freien Leben, von dem ich mal geträumt habe, mit der ganzen Familie, wenn ich mir nicht schon vorher jahrelang auch, bei mir waren es jahrelang, die Geschichten erzählt hätte, erst wenn dann. Ich habe also auch lange auf den perfekten Zeitpunkt gewartet, bis ich irgendwann gemerkt habe, finde den Fehler. Kann so nicht weitergehen. Jetzt wirklich, wie man im Norddeutschen so schön sagt, Butter bei die Fisch, jetzt will ich wirklich Veränderung. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich mich wirklich dann entschieden habe, für mich, für mein Herz, für meine Seele dafür zu gehen und mir auch wirklich Hilfe und Unterstützung in der Richtung geholt habe, individuell auf mich abgestimmt, dass ich mal die Klarheit bekommen habe, was wirklich meiner Mission, meiner Seelenbotschaft, meinem Seelenplan hier entspricht, um daraus dann den Seelenberuf zu erschaffen. Und Dinge, die im Außen waren, wirklich auch im Außen gelassen habe. Das heißt nicht, dass ich mich im Außen um nichts mehr gekümmert habe. Aber in erster Linie habe ich mich mal darum gekümmert, dass ich mal Klarheit bekommen habe, was entspricht wirklich meinem wahren Dasein hier und wie kann ich diesen Weg auch stabil gehen, um wirklich da in dem freien Leben auch anzukommen, von dem ich damals geträumt habe. Und das hat alles verändert. Mit anderen Worten, ich möchte dich heute dazu ermutigen, löse dich von diesen Wenn-Dann-Geschichten. Erst wenn dann. Der perfekte Zeitpunkt, der ist jetzt. Jetzt in dem Moment, wo du das Gefühl hast, irgendwie muss in meinem Leben mehr möglich sein als das, was ich gerade lebe, wo du das Gefühl hast, dass da mehr in dir verborgen ist und wo du auch schon vermutlich seit einer Weile dich mit beschäftigst, was ist denn der wahre Grund meines Daseins hier? Und diesen Dingen darfst du jetzt folgen. Ermutigung. Bring Klarheit für dich in dein Leben, was wirklich dem Plan deiner Seele entspricht, wie du daraus auch dem Ruf deiner Seele folgen kannst. Erlaub dir deine kühnsten Träumen damit einhergehend auf eine wirklich viel leichtere Art und Weise auch zur Lebenswirklichkeit werden zu lassen. Ein großer Motivator war für mich immer, dass ich auch meinen Kindern was anderes mit oder unseren Kindern was anderes mit auf den Weg geben kann, dass sie eben auch nicht diese Odyssee mal machen, wie ich sie mal gemacht habe, sondern mehr den Mut haben, von Anfang an im Grunde genommen ihrem Herzen zu folgen und nicht irgendetwas machen des Geldes wegen, sondern wirklich die Dinge machen, die ihrem Herzen entsprechen und damit einfach Großartiges entstehen lassen. Und das ist auch für dich möglich. Definitiv. Deine Ermutigung von mir für heute. Ganz liebe Umarmung. Bis ganz bald. Ciao, ciao.